Patient. Gar keiner. Robert Clark. Psychochirurgie, Prozedur, Lobotomie. Dr. Roman Bates. Beobachtung. Fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Scheiße. Ey, das Spiel ist doch voll krank, oder? Dünkt mich das nur ein bisschen. Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Welchen neuen? Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Und im Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhig dich, der Schlüssel ist nicht hier. Verdammt. Klar, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde, okay? Tschüss. Blöd, nein. Ach du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig. Was müssen wir jetzt machen? Können wir vielleicht diesen... Mit dem? Das klappt nicht. Mit der? Nein, Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Können wir vielleicht mal in die Geisterwelt gehen? Am Ende des Labyrinths. Boah, das ist so krank. Oh, Sie sind ganz mager. Pfui, essen Sie mal was, junger Herr. Ich erinnere mich nicht an Dante Graces Telefonnummer. Habe ich zufällig noch den Schlüssel? Warte mal, geht es eigentlich? Kann man in der Geisterwelt irgendwas verändern, dass es in der richtigen Welt dann auch so ist? So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Sau! Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Spiel? Ist doch krank. Ich will raus. Oh, der Schlüssel war ja doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. Yippie! Schlönze ist weg. Ja, das hat man ja schon. Ja, dann machen wir das so. Können wir jetzt einfach hier rausgehen, ohne dass was passiert? Okay. Ich kann die Tür nicht öffnen, sie ist verschlossen. Ist hier irgendwas, wo ich das aufmachen kann? Ach ja. So, was war jetzt sitzen? 1725. Hä? Alarm ist in der Rezeption ausschalten. Für 2 Minuten offen sein, dann ist wieder Alarm gesichert. Alarmcode 17. Dezember, 25. Juli. Hm. 17 minus 25, dann 25 minus 17 ist 8. Hä? Ich stehe wieder auf dem Schlauch, Freunde. Ich stehe wieder voll auf dem Schlauch. Das kommt mal nicht hier. Das ist doch der Alarmcode. Das ist doch der Code. Naja, ist hier. 17. Dezember und 25. Juli? Warte, ich muss kurz ein bisschen näher gehen. Sieht man hier irgendwas? Es geht eine 2 und das eine 3 sein, oder? 23 oder 32? Das könnte 2 sein, ne? 2, 3. Aber mit den 2 Zöllen komme ich ganz gerade mal gar nicht so richtig klar.
12. Zwölf, sieben? Hä? Das hier ist eine 3, ne? Und das hier eine 2, oder? Eine 3, 2, oder wie? Das hier wäre gar nichts. Ach, eine Kacke hier. Ja, ein beklopptes Spiel. 17. Dezember und 25. Juli. Lübs, und wie jetzt das hier in der Mitte? Hat man eigentlich unendlich viele Versuche hier an dem Ding? Ich probier's nochmal. Was hätte ich jetzt gesagt? Oh Mann, man sollte sich vielleicht auch mal merken, ne? Zwei, drei. Nummer 1, 7, 2, 3. Nehmen wir mal. Mir fehlt etwas. Ja, mir auch. Was haben wir noch im Inventar? Hä, das gibt's doch nicht. Können wir vielleicht das hier kombinieren? Das versuche ich sicher nicht. Wieso nicht? Ach Quatsch. Kombinieren mit Stift. Kombinieren mit Bild. Kombinieren mit Bild. Kombinieren mit Kuchen. Bah, nein. Benutze mit Wolf. Ich bin nicht clever genug. Nein, du bist eine kleine Hulpbirne. Haben wir hier vielleicht noch was? Viele Akten und Bücher. Alter Kaffee. Alter Schwede, ist das alter Kaffee. Will nicht länger hier sein. Ich auch nicht, aber... Okay, hier fehlt der Kasten. Ich will doch hier ist er und wir finden hier noch irgendwas. Ah, das ist so krank. Wir gehen nochmal runter in den Keller. Vielleicht haben wir da einfach irgendwas in der Geisterwelt. Boah, ist das eklig. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Scheiße. Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Kann ich wohl. Halt, ich würde mal hier reinschauen. Was? Edward. Oh Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Das braucht auch mal frische Luft. Ach du Scheiße. Schau doch mal hier rein, meine Nerven. Was ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf. Gut, gehen wir noch mal runter in den Keller. Er bewirft mich hier mit Köpfen. Lügen in einer... Was? Lügen in einer Box. Kein Wasser? Ja, das wissen wir ja. Oder können wir jetzt vielleicht... Oh, wäre ich eine Hexe, könnte ich hier wegfliegen, aber sind noch in der Geisterwelt, geht es etwa nicht? An diesem Ort verliert man wirklich seinen Kopf. Ja, die sieht's wenigstens mit Humor. Halt, ich warte mal, ich sehe vielleicht irgendwo was. Zeigt uns irgendwas an. Ne. Ey, ist dann das die Möglichkeit? Na, ist denn das die Möglichkeit? Meine Nase! Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt. Nee, hier ist auch nichts. Hä? Ist doch noch Karl Marx hier drüben. Hat er vielleicht noch irgendwas für uns? Paul? Alles klar? Ich bin jetzt hier. Ja, das ist schön und gut, aber wir brauchen ja den Code. Und Dezember und 25. Juli. Also 17.25 geht schon mal nicht. Haben wir schon probiert. Probieren wir mal 25.17. Aber hier, die zwei Zahlen. Ich zeige auch den Stift drauf, klar.
Wie 17. Dezember und 25. oder 12? Mal noch mit zu aufschreiben, mal. 12.07? Mal Dezember und Juli? Probieren wir dann einfach mal rum, das muss irgendwie gehen. Ich komme nicht drauf. So, was hat man gesagt? Wir wollten probieren die 2517. Nein. 1207. 0 gibt's gar nicht. 77. Wir haben noch die 32. Kann das jetzt mal jemand erklären? Nee, ne? Glaube ich. Ich mir auch nicht. Was? Was? Freunde, das war jetzt wirklich bloß geraten. Ich weiß nicht, wie man auf die... Ich weiß nicht, wie man auf die Zoll kommen soll. Du kleines Mistig, dafür wirst du bezahlen. Fick dich. Du cleveres, kleines Mädchen. Glaubst du, du kannst einfach gehen? Du elendes Mistviech, lass mich raus. Was? Das kann nicht sein, nein. Ach, guck mal, Grinsekatze. Frayn, komm, steh auf. Ich muss ins Labyrinth kommen. Ja, da müssen wir mal doch hingehen. Zeigst du uns den Weg ins Labyrinth, mein Kätzchen? Okay, hier ist es. Ey, der hat doch einen Kopf verloren. Der Blödmann. Was? Wir gehen einfach mal der Katze nach. Wir verfolgen das Viech einfach mal. Was ist denn das jetzt hier? Ein Minispiel oder? Nein, bleib hier! Ich seh dich nur! Mist, 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 Mist! Ah ja. Mich dünkt, man sollte ihnen nicht über den Weg laufen. Okay, die Katze habe ich jetzt verloren. Na komm, gehen wir hier rüber. Wenn das... Oh, ich höre... Ja, ich höre ihn wieder. Aber wo? Na komm! Frayn, lauf! Ha! Ich hab noch gerade gehört, wo ist er? Hä, wie soll der vorbeikommen? Ah, so. Warten mal, bis das Viech wieder zurückkommt. Und dann gehen wir zum nächsten hier. Okay, ist schon ganz unten, sehr schön. Hau ab! Mistviech. Ah! Hallo? Haben wir's? Sehr schön. Am Ende des Labyrinths findest du... den Tod. Die bösen Wesen der Nacht. Sie werden dich jagen, sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Eine Katze voller Muttern und Schrauben wird immer deine Lotse, dein Lotse sein. Oh, das Bild. Ah, das kriegen wir nicht mal wieder. Lotse, was ist ein Lotse? Der bringt die Schiffe raus. Das macht doch unsere Putzfrau. Kapitel 2, Teil 1. Symptome der Neugier.
Ja. Wir haben auch Symptome der Neugier. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, aber das mit der Türe war jetzt wirklich reiner Zufall. Ich weiß nicht, wie man auf die Zoll kommt. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich habe jetzt einfach mal drauf rumgedrückt. Ich wusste nicht, dass es gleich beim ersten Mal klappt. Das war jetzt wirklich reines Glück. So, bin ich schon? Ja. Kuckuck, ich bin's, Freddy. Ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht. Ich glaube, die ist einfach bloß irre, oder? Ist genau wie Klein Lili, bloß das... Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight schnell. Ich muss mal so sagen, muss ich wirklich mal, das ist eigentlich nichts anderes als wie Harveys neue Augen, bloß halt krasser. Blutiger. Gestörter. Okay, was haben wir hier? Ist das ein... Nee, gut, sind wir doch ein Auge oder sowas. So, was haben wir hier? Wow, ein Klavier, es klingt alt. Nee, sieht doch ganz neu aus. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht drauf spielen. Ich frage dich, wer der Musiker ist, hier am Ende der Welt. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen. Was, kann man uns alles einzeln hier anschauen, noch die Scheiße? Haha, ist mir gerade etwas Lustiges eingefallen. Oh, ein schönes Instrument. Ah. Ich könnte daraus etwas herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.